Polska Genetics, hardcore natural bodybuilding and more. Yo, what's poppin' YouTube? It's your boy Misha, aka Polska Genetics. Es ist Donnerstag, es regnet draußen, aber mir geht's gut, soweit. Und wisst ihr, wer jetzt dann gerade hier vor die Tür kommen wird, beziehungsweise wer dann jetzt dann mir gerade einen Anruf geben wird? Der Karl. Der Karl kommt mich besuchen. Der hat mein Video gesehen gestern und hat gesagt, Misha, Alter, wie geht's dir? Das kann doch nicht sein. Ich komm vorbei, ich motiviere dich noch die letzten Tage. Ja, jetzt hängen wir dann nachher ein bisschen zusammen ab, gehen ein bisschen trainieren. Ich find's richtig geil, dass er gekommen ist. Er wohnt ja in Stuttgart. Ich wohne ja in Biel, das sind 3 Stunden, also mit seinem BMW ist er, denke ich mal, in 1,5 Stunden hier oder so. Und ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen gearbeitet, es ist schon ein bisschen später. Form ist richtig gut. Wie gesagt, ich habe euch gesagt, dass ich mich da ein bisschen zurückhalten werde jetzt die letzten Wochen. Ich will euch da nicht mehr zu viel zeigen. Aber die Form ist besser geworden jetzt die letzten Tage. Also es hat was gebracht, dass ich ein bisschen hart zu mir war. Was ich auch sagen muss, ist, dass ich ein bisschen aufpassen muss mit meinen Knien. Durch das Intervalltraining jetzt die letzten Tage sind meine Knie ein bisschen angeschlagen. Also ich habe jetzt sowieso nur noch eine Beineinheit am Samstag vor mir. Die werde ich auf jeden Fall mit leichtem Gewicht machen und dann einfach wirklich so eher aufpassen, dass mir da nichts passiert. Und ja, Kalorien weiterhin auf 2400, habe mich dran gewöhnt. Guck mal, das ist meine Kiefer Ripness. Also das Gesicht ist richtig ripped geworden. Wir sagen jetzt auch viele, ja, Misha, die sind nicht mehr gesund aus, aber vielleicht seht ihr es, ich bin wieder ein bisschen brauner als auch schon. Ich war gestern wieder im Spray-Tan, einfach aus dem Grund, dass es jetzt die letzte Woche ist. Und ja, ich finde einfach, ich sehe ein bisschen gesünder aus, so ein bisschen braun. Es kostet mich, hat mich etwa 40 Euro gekostet oder 35. Aber dafür kann ich jetzt auch noch so ein paar Bilder machen, die ich dann mit gutem Gewissen auch mal anschauen kann, ohne mir zu sagen, dass ich bleich war. Naja, also wie gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Karl kommt gerade, jetzt muss ich fast schon um meine Wohnung. Gut, seine hat nicht besser ausgesehen, aber meine Wohnung ist momentan, ist eigentlich immer sehr aufgeräumt, mehr oder weniger. Für das habe ich eigentlich genug Zeit. Ich finde sowieso, dass wenn man in der Wettkampfdiät ist, dass man sehr viel geregelter lebt. Ja, sieht nicht schlecht aus. Viel geregelter lebt. Gewicht heute Morgen übrigens 91,8. Also es ist wieder ein bisschen runtergegangen. So tief war es noch nie in diesem Wettkampf. Ding. Und ja, ich halte euch auf dem Laufenden, werde dann nachher noch ein bisschen filmen, wenn der Typ da angekommen ist, und ich sag bis später. Ciao. Yo, yo. So, der Karl ist hier. Scheißt mir gerade meine Bude voll. Der ist ja auf seiner Kartoffeldiät. Also das muss man jetzt auch mal einfach gesagt haben. Der Karl, der ist einfach sick. Wenn es um solche Projekte geht, der isst jetzt, glaube ich, schon seit über einer Woche nur Kartoffeln. Der hat sich jetzt hier wirklich... Es ist der elfte Tag, der isst nur Kartoffeln. Entsprechend ist seine Verdauung auch ein bisschen gestört in meinen Augen. Aber ist doch nur, Mann! Ja, jetzt, aber vorhin. Und ja, wir sind schon einkaufen gegangen. Ich mache heute mal einen Tag mit sehr viel Gemüse, noch mehr als sonst. Also ich gehe heute mal so auf 2 Kilo Gemüse. Habe jetzt heute Morgen auch nur ein paar Rhabarber, ein bisschen also Fruchtsalat gegessen. Ich versuche jetzt wirklich mal, mich heute so zu füllen, mit 100 Gramm Carbs, so gut wie es nur geht. Und ja, jetzt gehen wir direkt ins Training, würde ich sagen. Da ist er, Karl S. in Switzerland, Baby. Und ja, gucken wir, was abgeht. Misha, warum machst du Videos mit dem Karl? Ja, Mann. Ich hab immer so wie den Karl, Mann. Der verdient voll viel Geld und fahrt so ein großes Auto. Ja. Scheiße, hat keine Ahnung von Fitness und Bodybuilding und ist voll im Wichser und Ei. Habt auch nur Geld verdient. Ja, Leute, ich bin so. Wir sind so Arschlöcher. Wir machen hier den ganzen Tag Videos. Ich find schon eine Sauerei, dass du mit MyProtein die Leute abzockst. Ja, ich zock. Und den 6% Rabatt besorgst und dafür selber noch Geld verdienst, du Schwein. Ich bin so ein Arschloch. Du bist so ein Schweinmischer. Ich bin ein unglaubliches Arschloch. Du bist echt ein Schwein. Ja, Leute, ihr seht's. Wir bekommen auch gewisse Sachen mit. Wir sind auch nur Menschen. Und ja, trotzdem, wie gesagt, jetzt Training, Pulltag, dann morgen Cardio.
Und dann am Samstag letztes Beintraining, Leute, und dann geht's ab. Dann gibt's nur noch Pumptrainings und nächste Woche GmbF. So. Wo ist der Schraubenzieher? So, wir sind gerade angekommen im Gym hier. Oh. Und natürlich, KLS, muss sich wieder entleeren. Oh. Der Kaliumfresser hier. Es ist lustig, gerade alle haben ihn erkannt hier. Also er ist sogar in der Schweiz hier bei uns eine richtige Ikone. Sie haben sogar nach meinem Wagen gefragt. Ja, der Studioinhaber ist direkt zu ihm gekommen. Also wir trainieren jetzt und ja, ich sag mal, wird eine harte Session für mich. Karl ist jetzt mein Personal Trainer heute. Der wird mich nur unterstützen, nur richtig fordern. Personal Trainer, Mentaltrainer. Ja? Mentaltrainer. Mentaltrainer. Yo, yo, wir sind gerade vom Training gekommen, es ist schon Abend, es ist schon 7 Uhr gewesen, unglaublich. Was machst du dir da schönes, Alter? Ich mache mir Kartoffeln und Süßkartoffeln. Oh, Mann, richtig geil. Guck mal, da ist noch die zweite Ladung, die erste ist hier fertig. Mischa hat hier diverse Gewürze am Start. Ich bin neidisch, aber bald geht's für mich wieder los, das Ziel ist nah, noch 2 Wochen, dann fresse ich auch wieder so rein. Ich habe wirklich für die ersten 2-3 Wochen, werde ich so richtig Low-Fat machen. Ich habe mir jetzt zuerst mal 400 Gramm Salat angezogen. Jetzt mache ich mir noch ein halbes Kilo Blumenkohl. Oh shit. Ein halbes Kilo Blumenkohl. Ein Pferd habe ich gegessen. Pferdesteak. Und ich kann jetzt richtig viel fressen, weil ich habe nur gefrühstückt und war den ganzen Tag jetzt mit Karl unterwegs. Wir sind ein richtig gutes Team. Und ich muss sagen, es ist richtig schön zu sehen, wie er da in meiner Küche kocht. Ich habe auch schon direkt wieder alles aufgeputzt. Ich bin wirklich ein sehr ordentlicher Mensch, wie ihr seht. Aber das ist okay. Boah, das Teigewürz ist geil. Geil, ne? Oh, brutal. Oh. McCormick, Baby. Ich sag's euch, Leute. Das Zeug ist richtig krass. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir fressen jetzt mal noch ordentlich rein. Und ja. Peace.